Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um John Lee Hooker Style Blues auf der Mundharmonika. Das alles wie immer gleich nach dem kurzen Intro. Schön dranbleiben. Mein Name ist René Wermke und ich bin Blueshop verrückt. Seit 2010 spiele ich jetzt live auf der Bühne und seit 2015 gebe ich Blueshop-Unterricht mit im Schnitt ungefähr 200 Teilnehmern pro Jahr. Viel zu lange habe ich jetzt immer nur drüber nachgedacht, endlich meinen eigenen Blueshop-Vlog anzufangen. Doch damit ist es jetzt endlich vorbei. Jetzt geht's los. Hey, hallo Freunde, heute habe ich wieder einen wirklich klasse Song für euch parat und ja, eigentlich ist es nicht wirklich ein spezieller Song, sondern eher ein bestimmter Stil, den man auch auf der Mundharmonika wirklich super mitmachen kann. Und ja, ich nenne es einfach mal den John Lee Hooker Stil, weil ja, es ist noch einfacher eigentlich gehalten als unser 12-Takt-Schema, denn ja, es gibt nur einen einzigen Akkord. Und das heißt, ja, das Ganze ist ja sehr, sehr einfach. Und das heißt, wenn jetzt jemand sagt, bei einer Session zum Beispiel, ich spiele jetzt mal einen John Lee Hooker Blues in E, dann nehmt ihr einfach eure Arm und Harmonika und dann wisst ihr nach diesem Video auf jeden Fall, was zu tun ist. Und ich habe jetzt gerade hier meine C-Mundharmonika, also spielen wir einen John Lee Hooker Blues in G. Und ich habe es jetzt in dem Einspieler vorneweg auch schon mal ein bisschen gespielt. Dieser Stil, so wie das jetzt gespielt wird, ist nicht von der Fülle der Noten her jetzt wirklich das Schwierige. Ich mach's mal vor. Wir spielen Crossharp auf einer C-Mundharmonika und wir beginnen auf Loch 2. Und zwar geht das dann so. Und dann geht's wieder von vorne los. Okay, das ist also, ich schreibe es hier unten jetzt auch nochmal auf. Wir spielen wirklich nur ganz wenige Töne mal wieder auf der Mundharmonika. Wir spielen Loch 2. Und zwar beides Loch 2. Und dann spielen wir Loch 2 insgesamt 6 Mal. Für diesen ersten Riff. Und dann fängt der nächste Teil auch wieder mit Loch 2 an. Und der geht dann. Und dann sind wir schon wieder am Anfang. Also es geht. So, und das Einfachste ist wahrscheinlich, wenn er es hier unten jetzt ablest. Es ist nur Loch 2. Ziehen und Loch 3 ziehen mit ein bisschen Bending, Loch 4 pusten und dann wieder zurück. Also wirklich sehr, sehr einfach gehalten das Ganze. Und trotzdem kommt dabei so ein cooler Song und ja, Sound am Ende bei raus. Woran liegt das eigentlich? Und das Entscheidende hierbei, und jetzt kommt wirklich ja, was ganz Neues, und zwar müssen wir uns hier an dieser Stelle jetzt mal mit dem Rhythmus auseinandersetzen. Denn dieser Boogie-Stil wird auf dem Offbeat gespielt. Und da versuche ich euch jetzt gerade mal kurz ja, was dazu zu erklären. Und zwar geht es um die Achtelnoten. Wir zählen ja normalerweise 1, 2, 3, 4. Das hatte ich auch schon mal auf der Tafel hier aufgemalt. Pro Takt zählen wir also 4 Schläge. Das sind unsere Vierteltöne. Jetzt lasst uns mal die Achteltöne anschauen. Wir würden dann eben zählen 1 und 2 und 3 und 4 und. Und dann geht es wieder von vorne. So. Und bei diesem John Lee Hooker Style, da ist es jetzt so, dass diese und in der Mitte nicht wirklich in der Mitte liegt, also wirklich immer die gleichen zeitlichen Abstände hat. Also 1 und 2 und 3 und 4. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Ich kann euch nur ja, einladen dazu, das ruhig auch mal selber so ein bisschen mitzumachen, dass ihr die Unterschiede dieser Rhythmen jetzt mal ja, auch so ein bisschen verinnerlicht. Stellt euch einfach mal vor,
Wir haben immer noch die Viertel und gehen jetzt wieder rüber auf die Achtel. Aber die Achtel sind nicht mehr nur eine Note in der Mitte, sondern aufgeteilt in zwei Zwischenschläge. Das ist dann so ähnlich wie beim Walzer beispielsweise. Und man zählt das Ganze dann 1 und die 2 und die 3 und die 4 und die 1. 1 und die 2 und die 3 und die 4 und die 1 und die 2 und die 3 und die 4 und die 1. Okay, könnt ihr das nachmachen? Also der Unterschied, ja, das ist auch häufig, sagen wir mal so, der Unterschied zwischen einem normalen Rockrhythmus, wo es wirklich nur geht 1 und 2 und 3 und 4 und 1. Und dann, wenn es darum geht, wirklich das Ganze, ja, einen Shuffle-Rhythmus umzuwechseln, dann liegt das daran, dass dieser mittlere und nicht mehr in der Mitte liegt, sondern näher wieder an dem eigentlichen Grundschlag. So, und dass man das mathematisch halt gleich aufteilen kann, da hat man sich gedacht, okay, dann kann ich ja 3 dort reinpacken, dann ist der zweite Schlag in der Mitte näher wieder an dem nächsten Grundschlag. So, und wenn wir jetzt das wieder zählen nochmal, wir schlagen mal immer die 1, 2, 3, 4 ein bisschen lauter, ein bisschen doller. Und die und dies, die ein bisschen leiser. Also 1 und die 2 und die 3 und die 4 und die 1 und die 2 und die 3 und die 4 und die 1. Okay. So, das könnt ihr ja mal kurz ein bisschen üben zu Hause auch. Jetzt kommt die nächste Schwierigkeitsstufe und zwar wollen wir das und weglassen. Und zwar singen, hört sich das dann bei den Triolen so an. 1 und die 2 und die 3 und die 4 und die 1 und die 2. Ja. Das ist jetzt wirklich unser Shuffle-Rhythmus. So, und jetzt geht es noch einen Schritt schwieriger und jetzt kommen wir auch wieder auf unseren Riff, auf unseren One-Chord John Lee Hooker-Style hier zurück. Und zwar ist nur der erste Ton zunächst auf dem Rhythmus. Habt ihr das gehört? Ich klopfe hier mal auf den Tisch. Quasi den Rhythmus, ja. Der Rest der Töne ist auf diesem Offbeat. Und zwar auf diesem Offbeat, den wir gerade mit D beklatscht haben, ja. Also 1 und die 2 und die 3. Immer wenn dieses D da ist, da spielen wir jetzt eigentlich diesen Ton. Und dadurch bekommt das Ganze jetzt einen richtigen Groove. So ein, ja, man könnte auch sagen, es ist ja ein Tanzrhythmus zweifellos. Und ja, man sagt halt auch, dass dadurch, dass man das so auf dem Offbeat spielt, ja, kann man sich da auch richtig in Trance tanzen und ja, sich verlieren in diesem Song. Und das ist der Hintergrund davon. Wir spielen das. Synkopiert ist der, ja, Fachbegriff dafür und das bedeutet eben, dass wir ja, nicht auf dem Rhythmus tatsächlich spielen, sondern ein Stück weit daneben. Und das Ganze hört sich dann so an. Ja, das ist wirklich eine Schwierigkeit. Da im Rhythmus zu bleiben und das selbst auch noch nebenbei zu klopfen. Ihr könnt euch da dann ja auch mal ein bisschen ausprobieren. Okay, das heißt, wir wollen auf dem Offbeat sein, ja? Und ich schreibe das hier unten jetzt auch mal in eine ganz lange Zeile, welche Töne genau auf dem Offbeat sind und welche dann auf dem eigentlichen Rhythmus sind, auf der 1 oder der jeweiligen Zählzahl dann. Okay, das ist die erste Schwierigkeit dabei. Die nächste Schwierigkeit ist, es sind sehr, sehr viele Ziehtöne bei diesem Rhythmus. Sehr, sehr viel Loch 2 ziehen, Loch 3 ziehen. Nur einmal an einer Stelle kommt ja, Loch 4 pusten dann letztendlich ins Spiel. Und da ist dann der Trick letztendlich,
an dieser einen Stelle, wo der Pustenton ist, ein Stück weit die Mundharmonika ein Stück weit wegzunehmen von den Lippen und an der Stelle wirklich die ganze Luft, die sich vorher gesammelt hat, durch die ganzen Ziehtöne rauszulassen, auch an der Mundharmonika vorbei womöglich, so dass wir dann wieder genug Raum haben, wieder auch einzuatmen. Das wäre der erste Tipp. Ein zweiter Tipp ist auch, man braucht diesen Zwei-Ziehen-Ton nicht wirklich so stark ziehen auch die ganze Zeit, sondern wirklich nur so, dass es ein kurzer, staccato-artiger, also wirklich nur ein ganz kurz angespielter Ton ist und den dann eben immer wieder wiederholen. Nicht die ganze Zeit durchgehend atmen, dann sammelt sich einfach auch zu viel Luft, ja. Und dieses Staccato unterstützen wir eben wieder, dass wir so ein kleines T, also T, aber nach innen ziehen und dann. Ja, das wäre schon mal die erste Übung. Also wenn ihr das wirklich dauerhaft spielen könnt, dann seid ihr da wirklich auf einem sehr guten Weg. Okay, ein zweiter Tipp ist eben auch noch, dass man so ein bisschen Akkord-Sound mit dazu nimmt wieder. Sollte sich die Luft mal zu sehr ansammeln und man fühlt sich so ein bisschen aufgepustet schon, dann kann man auch sowas, so ein kurzes. Und das ist wirklich nur so ein kleines. Aber bei diesem T, wo ich dann wirklich ausatme, da kann ich dann in kurzer Zeit auch wirklich sehr, sehr viel Luft wieder rauslassen, so dass ich dann wirklich kontinuierlich über einen längeren Zeitraum auch dieses Riff spielen kann. Ja, und dann kann man sich daran wirklich auch auslassen. Lasst uns mal eine Runde zusammenspielen. Ich fange einfach mal an. 1, 2, 3, 4. Und ihr seht, da bin ich jetzt auch nicht großartig außer Atem, sondern ja, man kann sich das Ganze dann wirklich so einteilen. Wenn man mal so ein bisschen das ausprobiert, die Luft da rauslassen oder mal einen Riff einwerfen, wo man dann auch die Luft wieder los wird. Das sind ganz normale Dinge, die man immer mit berücksichtigen sollte. Ansonsten kann man das so ein bisschen als Basis betrachten, ja, diesen Rhythmus. Und von dort aus kann man dann jeden Riff, den man selbst kennt oder kann, mal mit einwerfen und von dort aus kommt man dann wieder zurück auf diesen One-Chord, auf diesen Off-Beat, mit Loch 2 ziehen. Okay, ich hoffe, ich konnte euch mal ein bisschen motivieren, auch euch an diesem One-Chord-Song auszuprobieren und wünsche euch natürlich wie immer viel Spaß dabei und wir sehen uns schon sehr bald wieder hier auf Meine Welt des Blues. Bis dahin, ciao, tschüss, bis bald.